So, okay, let's go. Nein, es funktioniert nicht. Oh, Backe, wo gehen wir denn jetzt hin? Mist, das funktioniert alles nicht. Es kann sein, dass ich dann jetzt vielleicht... Hier, das leuchtet auch schon merkwürdig, nicht wahr? Dieser Klumpen hier. Der leuchtet auch super merkwürdig. Super merkwürdig. Okay. Dann gehe ich jetzt mal zurück und gehe zum Piano wieder zurück, denn... wird er schon seinen Grund haben, wieso es wieder spielt. Vielleicht gibt es da den nächsten Hinweis. Let's go. Wartet mal, dieser Raum hier drüben. Aha. Sehr gut, mach auf. Ach ne, da. Hi. Oh Gott, ist das creepy. Geh weg. Okay, das ist auf jeden Fall ein Kind, das Baba Yaga geopfert wurde. Ja, ja, ja. Aber nicht uns. Ich halte mich da raus, okay? Ich halte mich da raus. Ich wollte einfach nur nervige Kinder die ganze Zeit klopfen. Ich fühle mich ein bisschen wie Tanzverbot. Ja, Junge, wenn ihr weiter bei Tanzverbot klopft und so, ne? Der wird euch an Baba Yaga verfüttern. Aha! Noch eine Tür gefunden, die in den Keller führt. Yes, oder eher? Nein. Okay, ich schätze mal, dass das hier der richtige Weg ist, ha? Ei. Der Keller, natürlich im Keller. Was ist das denn jetzt, der Ziegenkopf? Von dem hatte sie Albträume. Passed down generation to generation, a tale has been told of a child that died. Okay, warum ist es suddenly auf Englisch? Von Generation zu Generation wurde diese Geschichte Kindern erzählt, die sich in den Wäldern zu weit von ihren Müttern entfernten. Die Erzählungen besagten, dass solche Kinder sich verlaufen würden, bis sie auf ein Haus treffen, dessen Tür von einer gehörnten Ziege bewacht wird. Die Ziege führt das Kind hinein und das Kind wird nie wieder gesehen. Eine alte Frau wandert durch den Wald und deutet Kindern den Weg zu dem Haus. Die Geschichte unterscheiden sich häufig und in der Erzählung. Jedoch wird die Ziege in allen erwähnt. Die Ziege wird in allen erwähnt. Die dumme Ziege also. Okay, let's go. Gott, ich freue mich richtig gerade, dass wir den richtigen... Nein, hör auf, die Axt fallen zu lassen. Ah, guck mal, das können wir auch alles kaputt machen. Ich freue mich richtig, dass wir weitergekommen sind jetzt. Nein, nicht fallen lassen. Jetzt hör mal auf. Oh? Wer schmeißt hier die ganzen Whales Interactive? Okay, das ist auf jeden Fall... Ich habe ein verstecktes Achievement gefunden. Immerhin. Gut. Aha. Bist du jetzt aktiviert? Soll ich jetzt deiner Schnur folgen? Hier ist auf jeden Fall noch eine Axt, falls wir die andere verlieren. Sehr gut. Müssen wir uns mal merken. Was ist das denn für ein komischer Effekt? Ich sag's euch mal, wir sind high. Oh, hier ist noch eine Kurbel. Sieh dir das mal an. Ich habe da was hochgekurbelt. Aha. Die Pfanne übrigens, die möchte ich auch einmal kurz aufheben. Geht das? Nein. Gut. Was ist das denn? Eine Wurzel? Schwingen? Vielleicht können wir das hier kaputt schwingen. Nein? Da ist wieder ein Bild von irgendjemandem. Vordere Seite. Chloe spielt mit einem Diadem. Rückseite. Wühle die Steine auf, um ihr verfaultes Fleisch ans Licht zu bringen. Oh, shit. Da hinten befindet sich die Leiche von ihr. Hier ist noch so ein Schrank, wahrscheinlich auch wieder mit einer Quietscheente. Nein, immerhin diesen Teil hier. Sehr gut. Okay. Ich muss das hier aufwühlen, komm schon. Ich muss da irgendwie hinter. Wühle die Steine auf. Da ist das Diadem. Ich habe das Diadem gefunden, mit dem sie gespielt hat. Sehe ich da mehr? Hallo? Chloe! Meine Kleine! Oh. Gruselig, Mann.
tut das euren Kindern nicht an und werdet nie Hobby-Skulpturist. Ist nicht cool. Oh, wow. Die dummen Kindern. Warte, bis ich dich geopfert habe. Spielen im Haus mit einem Basketball. Ich glaube, es hackt. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt auch Erde gefunden. Was wir jetzt finden müssen, ist, das andere Zeug. Oder haben wir jetzt alles? Natürlich, natürlich. Ah, Gott, endlich. Chloe, ich bin unterwegs, Mann. Oh, das Klo ist hinter einer... Hinter... Ein Klo? Echt jetzt, Mann? Okay, warte mal. Das sieht aus, als würde hier jemand leben. Okay, gut, gut, gut. Pass auf, dieser Generator hier, der braucht mal so einen kleinen Klops, nicht wahr? Nein? Okay, folgendes. The Boogeyman. Och, das ist einfach nur ein Secret oder sowas, ein Easter Egg. Kann das sein? Nein. Das ist ein verfluchtes Easter Egg-Zimmer. Na komm, dreh die Scheiße. Passiert jetzt was? Nein? Das da hinten sieht aber nicht aus wie ein Easter Egg. Das, ja, hier ist noch ein Mütterchen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber das bringt mich nicht weiter. Das bringt mich nicht weiter. Und ich dachte, ich habe die Lösung gefunden. Oh, Chloe, du bist voll am Arsch. Oh, nein, es geht doch weiter. Der geheime Dachboden. Oder hier ist das Super Easter Egg. Und hier ist gleich ein nackter, tanzender Boogeyman oder so ein Scheiß. Da ist das Auge. Da ist das Auge. Wir haben's. Wir haben's. Und da ist auf jeden Fall auch nochmal hier der, Dingsbums, der, Brenner. Okay, das Auge haben wir jetzt auch. Oh Gott. Oh Gott, diese Spinnen. Kann ich sie töten? Oh. Stimmt, da war ja was. Chloe, na komm, geh ans Handy. Du hast sie alles schon. Du musst gehen, jetzt. Ich glaube, es will dich holen. Okay. Okay, ich gehe jetzt. Ach nein, ich brauche den Brenner. Ich brauche den Brenner. Nimm ihn. Sehr schön. Puh, ich hoffe, das Ding ist auch gut gegen Geister. So, wartet mal. Wir gehen jetzt nicht runter. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh boy, was ist das denn hier? In Geschichten über Baba Yaga wird oft der Fluch des Dieners erwähnt. Der Träger der Halskette soll dem Willen des Teufels gehörig sein. Die Kräfte der bösen Hexe sind auf der Erde begrenzt. Sie benötigt einen menschlichen Diener oder eine verfluchte Seele, um ihren Willen auszutragen. Man glaubt, der Diener kann sich nur durch den eigenen Tod befreien, es sei denn, ein anderer Mensch kann überlistet werden, seinen Platz als Diener einzunehmen, indem er etwas wahrlich Böses tut. Oh shit, das ist ja alles... Gut, 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 gut. Alles Hinweise darauf, ne? So, genau. Dich hatte ich schon offen. Das ist kein anderer Safe. Okay, ich schätze mal, Julia, dass wir uns bald verabschieden müssen. Ich glaube nämlich, dass du stirbst. So, jetzt gehen wir erstmal ins Ritualzimmer. Genau, das sollte irgendwie am Ende des Ganges sein. Dum-di-dum-di-da-di-du-di-du-di-du-di-du. Okay. So. Jetzt soll ich alles voll haben, komm. Ich hab alles. Oh, es brennt. Oh, Jemine. Oh nein. Baba Yaga. Oh, diese kleinen Ruckler. Hm, super. Wofür habe ich das Ritual nochmal gemacht? Ich hab's nicht ganz verstanden, um Baba Yaga jetzt irgendwie zu beschwören oder so ein Scheiß. Oh. Oh, ist das die Tür zum Ausweg? Scheint so. Don't knock twice. Jetzt sind wir im Baba Yagas Hut. Wo ist Chloe? Gib mir Chloe wieder. Was ist das denn? Mit der Zeit begann die Frau zu fürchten, dass Baba Yaga irgendwann auch ihre Kinder holen würde. Sollten eines Tages keine Opfer mehr zu finden sein, um das eigene Kind vor dem Pakt zu schützen,
nahmen sie sich das Leben, hoffend, dass die dämonische Hexe diese Welten nicht mehr retten, betreten würde. Der Fluch wurde jedoch nicht damit gebrochen, sondern fuhr auf das Kind hinüber, welches gezwungen war, der neue Diener der Hexe zu sein. Das Kind war der neue Diener der Hexe? Gut, dass hier überall solche Haarspraydosen rumliegen. Das ist auf jeden Fall super realistisch. Hey, Baba Yaga muss auch hübsch aussehen. Dann fängst du auch die pubertierenden, notgeilen Kinder. Okay, run, alles klar, ich laufe. Ich laufe. So, einfach durch. Kinderknochen, super. Was finden wir noch so Schönes hier? Ein Käfig. Den kann ich vielleicht anzünden und runterholen. Befreie ich jetzt gerade die ganzen Kinder? Ey, Chloe! Da sind aber noch mehr Kinder, oder? Oder bist du die Einzige? Ich kann mich nicht bewegen. Chloe? Komm bloß her! Oh mein Gott! Chloe? Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Ich brauche einen Hinweis. Ich gehe einfach mal hier hin. Das sieht aus, als wäre es ein Weg. Nein, es ist nicht. Scheiße. Oh, warte, vielleicht sollte ich jetzt zurückrennen. Oder mich im Käfig verstecken. Ich bin das nächste Opfer. Nein, bin ich auch nicht. Das ist jetzt ein wenig unklar, Baba Yaga, was ich tun soll. Ich gehe einfach mal zurück. Denn jetzt habe ich ja Chloe gerettet. Was ist... Okay. Ja, Chloe, ich bin schon unterwegs. Oh, nein. Oh. Du dumme Kuh. Oh. Darf ich mein Haarspray wieder haben? Danke. Oh, die Axt. Warte, jetzt habe ich aber zu... Jetzt lass die Axt fallen, das Haarspray auch. Und nimm die Axt. Wie dämlich ist das denn, Mann? Du versperrst mich, aber ich kann jetzt mit der Axt... Kann ich mich jetzt befreien? Glaube ich. Oh. Oh, Chloe. Moment mal, Chloe ist draußen. Wer bist du denn? Oh. Töte sie. Na gut. Gleich, wenn sie da ist. Ja. Ja. Nimm da. Nein. Nochmal? Ja, natürlich. Immer ein drittes Mal, nicht wahr? So, hast du jetzt genug auf die heiße Herdplatte gefasst? Hast du es jetzt begriffen? Okay. Ach du Scheiße. Nicht cool. Oh mein Gott. Das sah gruselig aus, Mann. Oh, ich habe meine Tochter umgelegt. Du bist mein. Grausame Tat. Ich habe eine grausame Tat gemacht. Jetzt bin ich der Fluch des Dieners. Oh nein. Ich wurde voll verarscht, Mann. Oh, wahrscheinlich gibt es noch ein zweites Ending, wo du sie nicht umbringst und dann, ja, bist du halt nicht das Opfer des Dieners. Oh, verdammt. Okay, ich muss sagen, das war auf jeden Fall ein sehr interessantes Erlebnis. 15 Euro würde ich jetzt vielleicht sagen, ist ein bisschen übertrieben für das Spielchen, aber gut, ich hatte meinen Spaß, ich habe mich ein bisschen gegruselt und ich fand es cool, dass man alles selber begehen konnte und erforschen konnte. Ja, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Was wäre passiert, hätte ich sie nicht umgebracht? Das möchte ich jetzt doch nochmal wissen. Neues Spiel, ich kann nicht auf Fortsetzen klicken? Oh, du gemeines, dummes Spiel. Wir werden es nie erfahren. Spielt selber. Macht's gut. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Euer Harley.